Wie wird man zu so einem Menschen, zu einem, der buchstäblich über Leichen geht und dabei kein Erbarmen kennt und danach keinerlei Reue zeigt? Die Frage drängt sich ja unweigerlich auf, wenn man versucht, das Unbegreifliche begreifen zu wollen. Als Rechtsextremist wird Breivik bezeichnet, gelegentlich auch als christlicher Fundamentalist. Aber wenn wir ehrlich sind, der Attentäter von Oslo passt eigentlich in keine der üblichen Schubladen. Was aber dann? Ihn einfach nur als Wahnsinnigen, als durchgeknallten Spinner abzustempeln, so wie sein Anwalt argumentiert, damit würde man es sich zu leicht machen. Hinter Breiviks wirrem Weltbild stecken Vordenker, die gut vernetzt sind. Natürlich weisen sie jede Mitverantwortung von sich, und doch haben Europas organisierte Islamhasser jenen Nährboden bestellt, auf dem der Attentäter sein mörderisches Werk vollendet hat. Emma Thewissen über eine unterschätzte Gefahr. Wie viel Hass muss den Mörder getrieben haben? Er erschoss Kinder und Jugendliche, weil er sie einfach zu Feinden erklärt hatte, die nachwachsende Generation einer Regierungspartei. Denn die, so hetzt Anders Breivik, fördere die Ausbreitung des Islam, einer Ideologie des Hasses. Weil Breivik jahrelang Mitglied der Fortschrittspartei war, hat die nun ein Problem. Auch die Rechtspopulisten schüren Ängste vor einer Islamisierung Norwegens. Parteifunktionäre mit Migrationshintergrund sollen beschwichtigen. Außerdem habe Breivik die Partei ja verlassen. Unsere Offenheit und Toleranz hat Breivik in keiner Weise geteilt. Er war und ist extrem und fanatisch, vertritt Hass und Antidemokratie. Genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Das klingt wie Hohn. Für die Menschen in einem Osloer Viertel mit hohem Zuwandereranteil. Sie klagen, die Fortschrittspartei versuche, die Gesellschaft mit fremden und islamfeindlichen Äußerungen zu spalten, obwohl sie sich doch längst integriert haben. Das ist die Konsequenz einer Politik, die die norwegische Fortschrittspartei seit Jahren betreibt. Sie hat Fremdenhass geschürt und Hass gegen die Sozialdemokraten. Mit ihren Positionen erhielt die Partei bei den letzten Wahlen 20%. Und vor einem Jahr beschimpften führende Funktionäre die Regierung, sie führe einen Dolchstoß gegen die norwegische Kultur, weil sie zu viele Fremde ins Land lasse. Wir fragen den Sprecher der Fortschrittspartei danach. Das sind nur Sprüche und eine Sicht, die ich nicht teile. Wir sind 25.000 Mitglieder in der Fortschrittspartei. Es wird immer Personen geben, die Dinge sagen und schreiben, die von der Partei nicht geteilt werden und nicht Teil unserer offiziellen Politik sind. Aber die Gesinnung hinter dieser Politik ist es, über die zwischen der Trauer auch die Menschen in Norwegen nachdenken. Hat abweisende, verletzende, auch wütende Rhetorik den fruchtbaren Boden geschaffen? Anne Holt ist wütend, dass dieses schöne, weltoffene Norwegen nun zum Symbol einer Entwicklung wird, die sie hat kommen sehen. Holt war Justizministerin des Landes, jetzt schreibt die Sozialdemokratin Kriminalromane, in denen Hass gegen Fremdes eine große Rolle spielt. Das ist eine neue Art von rechtem Radikalismus. Diese Leute wie Anders Breivik sind keine Neonazis. Sie sind pro-Israel und gleichzeitig eine Gruppe von Menschen, die Hass gegen den Islam nähren. Sie sind islamfeindlich. Ein neuer Typ des Rechtsextremen, ohne Glatze und Springerstiefel. Diese Leute und Gruppen sind noch gefährlicher, weil sie eine Art intellektuelle Tarnkappe tragen. Und dann kommt noch etwas sehr Wichtiges hinzu. Sie haben das Internet. Anders Breivik nutzte für seine Propaganda islamfeindliche Thesen und Bilder, die andere längst im Internet veröffentlicht hatten. Er mag Einzeltäter sein, aber eingebettet in ein Netzwerk von Gleichgesinnten. Mit hoher Geburtenrate, also demografischen Mitteln, führe der Islam einen dritten Weltkrieg, so hetzt der deutsche Ableger der Plattform Stopp die Islamisierung Europas. Das Portal Nürnberg 2.0 will deutsche Politiker vor ein Kriegsverbrechertribunal stellen, weil sie angeblich Deutschland an den Islam verraten.
Vor den Toren von Wien heißt die Seite, auf der ein Blogger namens Fjordman vor der Vernichtung des christlichen Europas warnt. Bei einem Gipfeltreffen der Counter-Dschihad-Bewegung, so nennt sie sich, vernetzten sich die Islamgegner im Oktober 2007 in Brüssel. Ausgerechnet in Räumen des Europaparlaments, das ihnen als Inbegriff für den Ausverkauf Europas an den Islam gilt. Gastgeber war die rechtspopulistische Partei Belgiens, Vlaams Belang. Ich denke nicht, dass wir der intellektuelle Nährboden für Gewalt sind. Wir sind transparent in allem, was wir sagen und tun. Politik geschieht in Foren, auch im Internet. Alle unsere Äußerungen kann man verfolgen. Wenn ein Verrückter das missbraucht, dann ist das seine Entscheidung. Das ist sicher nicht unser Problem, im Gegenteil. Keine Selbstzweifel, auch das Kennzeichen der Counter-Jihad-Bewegung, so beschreibt es einer, der aus dem deutschen Forum Politically Incorrect ausstieg. Es habe sektenähnlichen Charakter, man lebt in einer eigenen Welt, gut und böse, schwarz und weiß. Man nimmt Nachrichten vollkommen anders auf, man fühlt sich im Besitz der Wahrheit, man steigert sich gegenseitig in einen, man kann fast schon sagen Wahn, der hoffentlich niemals zu Auswirkungen im realen Leben kommen wird. Verfiel auch er diesem Wahn? Er glaubte als neuer Kreuzritter, das christliche Europa retten zu müssen. In der English Defence League, einer anti-islamischen Bewegung in England, sah Breivik seine Mitstreiter. Ein Mann namens Richard sei sein Mentor gewesen. Der Anführer der EDL bestreitet, dass Breivik Kontakte zu seiner Organisation hatte. Wir hatten diesen Richard schon rausgeworfen. Er versuchte, die EDL zu übernehmen, zitierte Kapitel aus der Bibel, um sein Tun zu rechtfertigen. Er ist ein christlicher Extremist, nannte sich Richard Löwenherz. Das sind keine Mitglieder, sondern nur ein paar Verrückte. Aber die EDL ruft ihre Mitglieder schon mal zu Randale in Stadtvierteln mit hohem Ausländeranteil auf. Aus Protest gegen die Scharia und gegen islamische Kinderschänderbanden, so nennt es Stephen Lannan. Keine Form von Terrorismus kann gerechtfertigt werden, aber ich habe vor dem, was da passiert ist, schon vor 2 Jahren gewarnt. In 5 bis 10 Jahren werden wir englische und europäische Selbstmordattentäter gegen den Islam haben. Die sind verzweifelt über das, was in unseren Ländern und Städten geschieht. Es gibt da eine unterschwellige Wut. Und diese Wut schwappt in andere Länder. Im Internet verbreitet die German Defense League Sektion Hannover stolz per Video, dass sie an einer Demonstration der EDL in Großbritannien teilgenommen hat. Deutsche Sicherheitsbehörden wollen der Szene nun mehr Aufmerksamkeit widmen. Höchste Zeit, findet Anne Holt, das sei eine Lehre aus der brutalen Tat eines Einzelnen, der sich als Teil eines Ganzen verstand. Natürlich ist Breivik ein Nazi. Die sozialdemokratische Ex-Justizministerin will nur davon ablenken, dass die Sozialdemokraten auch als Brandstifter und Biedermänner mit drinstecken. Sie haben schon immer die Moslemverfolgung aller bürgerlichen Parteien mitgemacht. Sei es bei der Asylverschärfung, bei dem Kopftuchverbot, dem Abnicken der israelischen Rassistenpolitik oder der Einbürgerungsverschärfung. Was war dann in Rostock? Statt genügend Polizei gegen die Nazi-Mörderbanden zu schicken, schauen sie zu und vergießen dann Krokodilstränen. Ein Sarrazin, der die gleichen Argumente wie Breivik verspritzt, lassen sie in der SPD, Herr Gabriel. Weil er zu viele Sympathisanten aufgrund ihrer eigenen Politik hat. Solange es Bürger gibt, egal ob Klein- oder Großbürger, wird es ein Interesse nach Aufspaltung der Gesellschaft in Billig- und Tariflöhner geben. Und Menschengruppen müssen für die antisoziale Politik der Bürgerlichen den Buhmann spielen. Erst nach dem Ende des Kapitalismus wird es diese Barbarei wie in Oslo nicht mehr geben.